Peter Nilsson gegen Wang Yanchen. Diese Partie gab es in der Bundesliga bislang noch nicht, denn im Hinspiel war Nilsson wegen Verletzung nicht dabei. Man kann es vorwegnehmen, das Duell dieser beiden Linkshänder zweifellos das interessanteste Match dieses Schwaben-Derbys. Von Beginn an sahen die Fans in der Sporthalle auf dem Berg ein spannendes Match und viele, viele gute Ballwechsel. Zu diesem Zeitpunkt im ersten Satz eine ziemlich ausgeglichene Partie. Wang Yanchen vielleicht ein bisschen druckvoller in seinem Spiel, der Schwede Peter Nilsson dafür etwas sicherer. Knappe Führung hier zu diesem Zeitpunkt für Freckenhausens Nummer 4 für Wang Yanchen. Wang Yanchen, 38 Jahre alt, auch aus China kommt er, spielte lange international für Norwegen, aber auch er mittlerweile nicht mehr bei internationalen Angelegenheiten im Einsatz. Er hat ein bisschen Probleme mit den Nerven, Wang Yanchen. Eigentlich erstaunlich für einen 38-Jährigen. Oft führt er klar und dann vergibt er die Big Points und verliert noch knapp die Spiele. Warten wir ab, wie das gegen Nilsson geht. Eins, zwei, drei, wo ist der Ball? Und wir schauen uns nochmal diese Studie an. Ein bisschen deutet sich da auch das Problem von Peter Nilsson an. Er braucht ein bisschen lange bis zum erfolgreichen Endschlag. Er beherrscht eigentlich alles, was man braucht als Tischtennisspieler, aber er muss noch druckvoller werden in seinem Spiel. Und das ist der berühmte TTC Metabo Frickenhausen Tischtennis-Schlips, getragen vom Präsidenten Rolf Wohlhaupter Hermann. Zurück zum Spiel. Wang Yanchen mit einer komfortablen 17:13, jetzt 17:14 Führung im ersten Satz. Zehn zu zehn zurzeit die Bilanz von Nilsson in der Tischtennis-Bundesliga. Es ist ja seine zweite Saison. Letzte Saison spielt er noch hier in Frickenhausen, aber er sagte uns vorher, kein besonderes Spiel für mich, ein Bundesliga-Match wie jedes andere auch. Wenig Emotionen bei Nilsson. 17 beide also im ersten Satz, alles offen zwischen Wang Yanchen und Nilsson und die Fortsetzung, die gibt's gleich. Satz ist zwischen Wang Yanchen aus Frickenhausen und ihm hier, dem Schweden Peter Nilsson. Wang Yanchen, da deutet sich wieder so ein bisschen sein Hauptproblem an. Die Nerven. Er führte 17:13 und jetzt liegt er 17:18 hinten. Schon häufig hat er ja komfortable Vorsprünge nicht behaupten können. Und das sieht man natürlich nicht gerne beim Management des TTC Metabo. Der Verein hat auch schon reagiert. Der Vertrag mit Wang Yanchen wurde nicht verlängert. Der Verein hat für die neue Saison den Russen Masenov aus Höngen bereits verpflichtet und man bemüht sich weiter um Torben Wosig, den deutschen Nationalspieler aus Bad Honnef. Zurück zum Spiel. 19:18, jetzt aber wieder 19:19. Spannung pur im ersten Satz zwischen Wang Yanchen und Peter Nilsson. Da ist er also, der Satzball für den Schweden. Damit konnte man nicht unbedingt rechnen. Zu klar lag Nilsson zwischenzeitlich schon zurück. Satzgewinn für Peter Nilsson. Und ich glaube, Sie können mir zustimmen, liebe Zuschauer, es war wirklich ein prima Spiel zwischen diesen beiden. Hinein in den zweiten Satz. Ähnliches Bild wie im ersten Durchgang. Erneut war es sehr, sehr eng. 17:16. Hier aktuell der Spielstand für Wang Yanchen. Jetzt sogar 18:16. Nilsson führte schnell mit 8:1 und 11:4. Aber ebenso schnell, wie er sich diesen Vorsprung erkämpft hatte, ging er auch wieder flöten.
Wang Yanchen wirkte zu Beginn dieses zweiten Satzes sehr nervös, insbesondere mit seiner Rückhand produzierte er viele Fehler, aber dann steigerte sich der 38-Jährige, der nach wie vor in Lübeck wohnt und immer anreist, mittwochs zu den Spielen. 4 Satzbälle für Wang Yanchen. Und genau das macht ihn eben zum Aufreger für Fans und Verantwortliche in Frickenhausen. Wang Yanchen schafft es einfach nicht, den Sack zuzumachen, um das mal ein bisschen salopp auszudrücken. Nach 2016 nur noch 2018. Wieder ein Drahtseilakt. Ja, die Frage stellt sich, muss er wirklich mal auf die Couch eines Tischtennispsychologen, Wang Yanchen? Man möchte ihm wünschen, dass er das ein bisschen ablegen kann. Er ist doch wirklich routiniert genug, um solche Situationen zu meistern. Aber auch Kompliment an Nilsson, er kam wieder zurück ins Spiel. Nilsson gehört ja auch zum erweiterten Kreis der schwedischen Nationalmannschaft und die ist bekanntermaßen stark. Wir erinnern uns an die letzte Weltmeisterschaft, Mannschaftsweltmeister 2000, Schweden. Da war Nilsson übrigens nicht dabei. Also es geht doch. Wang Yanchen schafft den Satzausgleich gegen Nilsson und der muss sich den Vorwurf gefallen lassen, bei eigener hoher Führung in diesem Satz nicht konzentriert weitergespielt zu haben. Bevor es mit der Entscheidung in dieser Partie weitergeht, also auch von uns herzlichen Glückwunsch an Markus Teichert. Vielleicht beginnt ja jetzt eine Erfolgsserie. Er drückte natürlich dann seinem Kollegen Peter Nilsson die Daumen, denn ein Sieg des Schweden gegen Wang Yanchen wäre ja auch gleichbedeutend mit dem zweiten Punkt des Neulings in dieser Bundesliga-Begegnung. Es blieb auch im dritten Satz ein prima Spiel. Wang Yanchen gegen Nilsson. Auffällig bei Wang, er versucht ja sehr schnell den Ballwechsel abzuschließen. Längere Topspin-Duelle sind bei seinen Spielen eher selten zu sehen. Ja, ganz zufrieden ist er natürlich nicht. Peter Nilsson, da gerät er doch ein bisschen höher in Rückstand in diesem entscheidenden dritten Satz. 12-16 jetzt gegen den Schweden. Kleiner Sprung in diesem dritten Satz. Peter Nilsson mittlerweile ein bisschen wieder herangekommen. 16-15 nur noch. Jetzt 17-15 für Wang Yanchen, der mit zunehmender Spieldauer auch besser klarkam mit dem Aufschlag des Schweden. Nilsson muss man allerdings auch den Vorwurf machen, er bot da ziemlich wenig Variation an, die Aufschläge kamen fast immer gleich. Bisschen Irritation, aber ganz klar, der Aufschlag hatte das Netz berührt, deshalb Wiederholung. Und das hat er natürlich richtig gut gemacht, Wang Yanchen, dem jetzt nur noch 2 Punkte fehlen zum Matchgewinn. Jetzt haben wir sie wieder, die Situation, wie vorhin schon mal, klare Führung für ihn, für Wang Yanchen. 5 Matchbälle kann er sie jetzt endlich mal souverän durchbringen. Wenn er führt, hat er Angst vorm Gewinnen, hat Frickenhausens Präsident Wohlhabter Hermann und auch sein Trainer Dirk Schosch festgestellt. Und für die, die es mit Wang hielten, begann wieder das Zittern. Nur noch 2017.
Aber das ist der Beweis. Wang Yanchen kann doch gewinnen. Er schlägt Nilsson mit 2:1 Sätzen. Ein Erfolg, den man bei Frickenhausen nicht unbedingt erwarten durfte. Normal muss 2:0 gewinnen, ja? Letzte drei Spiele habe ich nur ein einziges gewonnen und habe viele Chancen verpasst. Ich müsste unbedingt diese Partie gewinnen und deswegen der Druck war sehr groß. Was war los im zweiten Satz? Ja, ich habe gefehlt 12-4 oder etwas und ich habe 2-3 Bälle sehr schnell verloren und vielleicht ich muss diese Timeout gemacht, aber habe vergessen und er hat auch gut gespielt nach dieser 12-8. Timeout vergessen, da merkt man doch, dass Plüderhausen keinen Coach dabei hatte. Der Stand der Dinge nach 6 Begegnungen, klare 5:1 Führung für Metabo Frickenhausen gegen Plüderhausen. Ja, es sah nach einer schnellen Nummer aus hier in Frickenhausen. Allerdings Markus Teichert hat dann doch den